Was geht? Heute zu einem neuen Video, Leute. Ich bin der Melix und was geht zu einem neuen Video? Denn Leute, heute. Denn Leute, heute ist Freitag. Freitag, das Ende der Woche. Ein sehr schöner Tag. Und wir haben es 15.45 Uhr. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Aber wo das Video online kommt, ist es gar nicht mehr Freitag, sondern Sonntag. Das Ende der Woche. Schon wieder. Hä? Naja, Leute, ich wünsche euch viel Spaß am Montag in die Schule walken. Ich muss ja auch in die Schule. Leute, kleiner Funfact. Ich musste dann Montag doch nicht in die Schule walken, aber dafür mit 40 Grad einfach mal im Bett liegen und Fieber genießen, Husten abchillen und einfach nur kaputt sein. Naja, weiter mit dem Video. Leute, heute haben wir es erstmal Freitag. Denn heute geht es um ein Video. Also ich stehe dann hier und ich reagiere dann auf ein Video, wie Leute heftige Sachen machen. Und die Challenge ist so ein bisschen nicht wow zu sagen, nicht wegzugucken. Ich werde es eh verkacken, aber das ist so der Grundbaustein des Videos. Und der andere Sprachen lernen in allen Rat. Ich habe wieder ein neues aus Mehlhausen. Hashtag Mehlsquan. Denn Leute, heute in der Schule haben wir einen Zeichenwettbewerb. Und unser Bild. Ja, hallo? Nee, Leute, bevor ich die Story weiter erzähle, wir müssen jetzt was machen. Wartet. Denn ich bin ja gerade fleißig am Kochen, Leute. Schau mal. 10 von 10! Kann man schon mal kosten. Und wir müssen das jetzt ein bisschen runterschalten. Auf 3. Ja, perfekt. So, nachdem ich das auf 3 runtergeschalten habe und meine Mom mich fragt, ob ich telefoniere, weil ich ein Video aufnehme, zeige ich euch jetzt ein paar schöne Feueraufnahmen. Und jetzt kommen ein paar Aufnahmen von Gerti. So, Leute, wir sind jetzt wieder in meinem Zimmer und ja, weiter zur Story auf jeden Fall. Denn es war dann so, dass wir heute einen Zeichenwettbewerb hatten und unser Bild war ausgestellt. Ja, mein Bild und das von Kameramann Bernd. Das hässlichste Bild, was ich je. Ich meine, das schönste Bild wurde natürlich ausgestellt. Und ratet mal, wer gewonnen hat. Wir nicht. Und ratet mal, wer eine Schokolade bekommen hat. Ja, wir. Wir haben einfach eine Schokolade bekommen, obwohl wir nicht gewonnen haben. Kurs geht raus in unsere Schule. Das wollte ich euch erzählen, weil das war relativ witzig. Naja, Leute, das war wieder genug Content für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ciao. Spaß, heute haben wir natürlich auch ein Thema dabei. Wie schon erwähnt, es geht um Scary Heights. Was es bedeutet, steht hier. Nein, wir schauen uns ein Video an, eine Compilation, das heißt mehrere Videos zusammen über Leute, die krass sind, über Dächer springen und in den Lüften irgendwas machen. Und ja, dafür müssen wir aber zum Setup. Let's go! So, Leute, wir sind jetzt am Setup, Leute, und wir fangen auch gleich schon an mit dem Video. Das ist nämlich, ich bin im Video eingeblendet in 3, 2, 1, wow. Okay, es heißt Don't Look Away Challenge 99,99% will look away. Hate Edition, Part 3. Alles klar, 1,7 Millionen Aufrufe, wir lassen gleich mal ein Dislike da, wie es sich gehört. Und dann geht's auch schon los, Leute. Okay, Leute, wir sind hier auf jeden Fall, ich pause hier mal, das ist mir zu... Sprachen lernen. Ich pause hier mal, das ist mir zu... Bubble. Der Typ ist einfach mit dem Fahrrad. Oha. Digga, ist das real? Das ist echt heftig, Leute. Gebt euch mal diese View. Oh, was macht der jetzt? Der steht. Macht. Ja, will ich. WhatsApp meldet sich auch wieder mal bei mir. Macht einfach ein Wheelie da oben. Tschüss. Okay, hier ist schon das nächste Video. Der Typ war ja mal komplett krank. Also, so raufklettern, okay. Kann ich nicht verstehen, aber ein Wheelie. Das gibt's doch nicht! Willi war das jetzt nicht, weil Willi ist im Fahren. Er wisst, was ich meine, was der Typ halt gemacht hat. Okay, und jetzt sehen wir hier zwei Leute, die einfach über einer richtig geilen Aufsicht sind, nämlich Strand mit Wasser. Und ja, gönnen wir uns mal. Der ist auf so einem Mast oben und direkt der nächste. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oha, Leute. Was macht er? Nein. Er macht einfach den hier. Ja, okay. Alter. Also allein da rumlaufen schon lebensmüde. Aber stell dir vor, der rutscht nur ein bisschen ab oder auf einmal kann er sich nicht mehr hoch. Ne, und das ist ja auch ohne Sicherung, muss man bedenken. Mit Sicherung würde ich natürlich auch machen, weil ich... Aber ohne Sicherung... Und jetzt sind wir in der Wüste. Okay, viel zu schnell wieder, aber wir sind in der Wüste auf so einem gelben Teil. Und er gönnt sich... nächstes. Oh. Okay, eigentlich dürfte ich nicht wegschauen, aber naja. Der Typ geisteskrank. Einfach nur geisteskrank. Die Typen springen über Dächer, machen das hier oder sonst was. Und ich? Ja, ich sitze zu Hause und stoße mir den Zeh und schreie voll rum. Naja, okay. Schauen wir mal, was der Typ jetzt noch macht. Wie kommt man eigentlich wieder raus? Warte mal, no joke. Wie will der Typ jetzt eigentlich wieder,
Hä? Also wie man in die Position kommt, ist mir einigermaßen klar, aber wie man wieder rauskommt. Hä? Egal, wir machen gleich weiter mit dem nächsten, denn hier rutscht jemand einfach mal ganz gechillt hier runter. Ja, wärst du jetzt rutschig gewesen, wärst du mal... Okay, der macht hier, das kenne ich schon von TikTok und so, wie sie da immer oben stehen und man muss sagen, die View sieht doch geil aus, natürlich, aber schaut euch das an, also... 10 von 10! So, der Typ läuft einfach mal hier oben rum, ganz gechillt und ja, was macht er noch? Er läuft immer noch rum, jetzt steht er und die Kamera wackelt, er fühlt sich und er geht einfach da drüber und ui, der Jump. Okay, die sind auch wieder auf so einem Mast nach oben, er filmt mal eine Runde, stabil und ja, da filmt er halt weiter. Oh, diese Aussicht, oha, Alter, auf dem Flug. Flugzeug. Ey, wenn du da in den Propeller kommst, bist du ja. Naja, was haben wir hier? Hier hüpft ein Typ rum. Wer schreibt mir die ganze Zeit bei WhatsApp? Ey, ich rasch komplett aus. Okay, der Typ sprintet einfach mal durch das Stadion durch. Jetzt weiß ich wenigstens, wie die Drohnenaufnahmen auf dem Fußball gemacht werden. Nämlich genau so. Der macht mich so verreckt. Okay, lol, das ist echt heftig. Ey, oh, Red Bull? Ist es Fabio Wittmann? Nee, das hätte ja sein können, Leute. Entschuldige. Okay, bom, bom. Ey, gefährlich. Mit dem Rad viel gefährlicher als zu Fuß. Zu Fuß würde ich auch machen. Aber mit dem Rad, nö. Okay, der. Ja, das finde ich aber geil. Das finde ich jetzt nicht so scary. Kann jetzt auch nichts so Schlimmes passieren irgendwie. Also schon, aber es sieht geil aus. Boah. Okay, der Typ. Schau mal, wie er da reinschaut, Leute. Oha. Ich hoffe, der Typ fliegt nicht runter. Oder ist das extra? Ich glaube, es ist extra. Gut, dann sind wir auch schon wieder am nächsten Lebensmittelmenschen Teil 2. Er macht einfach hier mal den Flying Guru. Ey, das geht mir viel zu schnell. Ich will zum Flying Guru zurück. Nein, zum Flying Guru. Genau, Flying Guru. So, jetzt können wir weitermachen. Meditieren, like. Ja, ungefähr so. Skateboard. Skateboard. Was skateboardet der zusammen? Okay, nächster schon wieder. Der macht eine Rolle. Oha. Der hat so eine Rolle gemacht und dann so rüber. Und was geht hier? Kommt es nur mir so vor oder geht das Video gefühlt viel zu schnell? Naja, schauen wir, was der Typ macht. Ich glaube, du brauchst dich da oben nicht mehr vor dem Coronavirus schützen und auch keinen Mundschutz tragen. Aber okay, Leute, er macht's hier richtig. Er tragt keinen Mundschutz, sondern einfach die GoPro. Das sieht absolut behindert aus. Na, was macht sie? Ja, kann man mal machen. Muss man aber, Leute. Okay, ja, ein Salto da oben, ein Salto auf dem größten Gebäude der Welt zu machen. Easy peasy, Leute. Kurz mal hier ein paar Runden hüpfen. No problemo, Leute. Stell dir vor, der rutscht. Au, wow, 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 wow. Heftig, wie krank die Leute sind, Leute. Heftig krank. Bop, 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 bop. Ja, nice Ding, Leute. Okay, in der Antarktis, im Winter, irgendwo hochklettern, okay. Aber dann oberkörperfrei, ist das jetzt just for the flex oder ist das da oben irgendwie warm? Ich glaube, da oben ist sogar kälter, oder? Weil die Luft, die geht ja nach unten. Lol, da unten ist sogar noch eine Straße. Stell dir vor, du fährst so mit dem Auto, mit deiner Familie, so Roadtrip. Und auf einmal fällt da so ein... Na, egal, Leute. Machen wir weiter. So, oha. Hier haben wir einen Typen, der fliegt einfach mit so einem Para-Wing-Dings-Bums-Buddy-Sweet einfach mal den Berg runter. Ist krass, aber schau mal, wie knapp der da vorbeifliegt. Oder fliegt der da ein Parcours? Krasser Hund, Leute. Und wir springen erstmal vom Ballon weg, vom Ballon eine Runde runterspringen. Jeden Tag, Leute. Ey, das muss sich doch so geil anfühlen, wenn du einfach nur springst. Einfach nur fällst. Einfach so Fall. Oh, wow. Gut, Leute, an der Stelle war es das auch schon wieder vom Video. So, Leute, ich muss... Leute, die Dummheit tut weh. Ich habe den hier gemacht und aua. Naja, Leute, das war's mit dem Video. Ich habe mir erstmal meine Finger gebrochen, denn ich muss jetzt essen. Danach zum Sport und danach gehe ich einlaufen. Ich wünsche euch noch einen milligen... Das hat mich gerade übelst erschreckt. Ich wünsche euch noch einen milligen Tag. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Wenn ihr das alles gemacht habt, schaut andere Videos noch an. Wäre sehr nett von euch, Leute. Ich habe hier noch 3 Kommentare, die das Geräusch erraten haben, beziehungsweise die mich motiviert haben. Nämlich einmal der hier. Und tatsächlich, das heutige Geräusch kommt genau jetzt. Und beim letzten Geräusch habe ich sogar vergessen, einfach mal das Video auszublenden. Jetzt hat jeder gewusst, was es ist. 500 IQ. Leute, wie gesagt, bewertet das Video, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar unbedingt, denn die motivieren mich. Ja, wenn ihr mehr von Scary Heights sehen wollt, schreibt Hashtag ich will mehr von Scary Heights sehen in die Kommentare. Dann wünsche ich noch einen Mini-Tag. I'm
Ciao.